Hallo und herzlich willkommen zu Goblins oder Goblins. Weiß man nicht so genau. Ich bin Stefan, die Waldfee, und es wird mal wieder Zeit für ein Let's Play oder für ein Spiel aus meiner Schatzkiste. Goblins ist von 1991, da steht's auch gleich nochmal. Und ja, wir gehen mal direkt in-game, weil es macht das Spiel automatisch. Please wait. Sehr freundlich. Nettes Getränk. Ja, jedenfalls spielen wir hier die CD-Version. Ich glaube, die kam 92 raus. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ist jedenfalls ganz witzig, weil sie quasi schöne, angenehme Hintergrundmusik hat in CD-Qualität und dann aber die Soundeffekte Soundblaster sind. PC-Speaker meine ich natürlich. Schau nur. Hier. Ja. Jedenfalls, so schaut's aus. Schön VGA-Grafik. Die CGA-Grafik will ich auch mal fix zeigen. Die habe ich nicht zum Laufen bekommen, aber die hat coolen Cyan- und Rot-Farbton. Den sieht man eher selten. Der seltene Modus 5. Naja. Jedenfalls hatte ich damals die Diskettenversion gespielt gehabt als Kind. Die war dann ohne lustige Geräusche, sondern halt nur mit PC-Speaker. Und ich hatte damals nie Ahnung, um was es überhaupt geht. Ich vermute mal, mein Vater hat einfach Diskette von irgendjemandem kopiert. Und dann hatten wir natürlich kein Handbuch. Ja, aber mittlerweile sieht das schon wieder anders aus. Denn es ist so, dass der König Angulafre... der König Angulafre hat den Verstand verloren und keiner weiß so richtig, was abgeht. Und die Heiler am Hofe können ihm nicht helfen. Ja, und die drei Goblins hier... Die haben sich auf den Weg gemacht, denn der Zauberer Niak, der ist wohl mega begabt und hat's übelst drauf. Und den wollen sie versuchen zu überzeugen, dass er halt dem König hilft. Ist allerdings nicht so einfach, weil... Weil... Ja, der mag keinen Besuch. Der mag keine Leute und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ja, und deswegen sitzen wir hier erstmal fest. Wir haben zur Auswahl drei Goblins. Mittlerweile kenne ich auch die Namen. Früher war das nicht so. Wir haben hier Asgard, den habe ich hier gerade ausgewählt. Der hat fett Muckis am Start und der löst Probleme auch am liebsten mit Muskelkraft. Ja. Am liebsten, indem er Dinge boxt.
Ja, wir werden öfters mal bestraft, wenn wir irgendwas nicht richtig machen. Die beiden freuen sich auch schon, verlieren dabei Lebensenergie. Ja, und außerdem am Start haben wir Ignatius, den Zauberer, der kann hier Dinge zaubern. Ja, wunderbar. Warte mal, ich kann mal fix die Tür anzaubern. Gut. Das findet der Zauberer da drin auch nicht lustig. Warte mal, ich kann ja schon mal was vom Rätsel lösen. Da oben wackelt schon was rum. So. Yay. Ja, und damit haben wir ein Horn. Das kann unser Techniker. Der Ups. Ja, der kann damit was anfangen. Der kann als einziger Gegenstand aufnehmen. Ja, und kann sie benutzen. Beschwert er sich wieder. Mach das nochmal, warte. Okay. Ja, da kann es jedenfalls. Ja, und da haben wir hier ein Zweig. Wunderschön. Ja, und die können wir mal einfach benutzen. Denn, warte, ich lese aus dem Handbuch vor. Ups ist der Techniker der Gruppe, der die auf dem Wege angetroffenen Gegenstände aufliest und mit Verstand verwendet. Mit Verstand verwendet. Ja, gut. Unser kleiner Zauberer hier, der Ignatius, der hat allerdings ein kleines Problem. Seine Magie ist ziemlich mächtig, allerdings hat er sie immer nicht so ganz unter Kontrolle. Ja. Gut. Wir als Spieler wissen jetzt nicht so ganz genau, was er soll. Es ist so, dass die drei eine Idee haben, und zwar, wenn der Typ uns so nicht reinlässt, dann sollten wir einfach mal die nahegelegene Mine besuchen und dort einen Diamanten ranholen und vielleicht können wir ihn damit bezahlen. Ich meine, wer mag nicht ein bisschen Knete in der Tasche? Vielleicht macht der Zauberer dann die Tür auf. Das ist der Plan der drei. Und deswegen haben wir jetzt eine Spitzhacke uns herbeigekraftet. Warte mal ganz kurz, ich kann mal hier gucken, ob ich das anhacken kann. Ah, okay, das ist gut. Einmal, das muss ich doch ausprobieren. Wow, diese Animationsqualität. Das sah so aus, als hätten sie die Hacke zum Schluss hinzugefügt. Ja, wenn man hier auf Go klickt, dann kommt ein ekelhaftes Geräusch. Zumindest wenn man Kopfhörer auf hat und DOSBox benutzt. Ich habe hier allerdings verbesserte Soundblaster. Ich sag schon wieder Soundblaster. Ich habe hier verbesserte PC-Speaker-Emulation. Von daher ist es immer noch eklig, allerdings weniger eklig als sonst. Ja, wir bekommen hier einen Code. Damit können wir dann später, wenn wir das Spiel beendet haben, wieder die Level laden. Einmal schön laden, indem wir drei Save-Buttons umher jonglieren. Sehr schön. Ja, und da sind wir hier in der Nähe der Mine, ne? Da blinkert schon was. Allerdings, oh nein! Oh. Oh, er macht gar nichts, wenn ich da hinklicke. Ja, wir haben hier ein kleines Problemchen. Gut, ich würde sagen, Hacke auf Apfel. Übrigens haben wir immer noch dieselbe Lebensenergie. Oh, 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 da. Die bleibt einfach. Oh, das war mein Plan, warte. Gut, das war vielleicht nicht so klug. Probieren wir was anderes. Gut, alles klar, das war's für dieses Let's Play. Voll assi, oder? Gleich im zweiten Level, ach Mann. Ich habe hier Codes vor mir liegen. Und zwar solche für volle Lebensenergie. Voll gecheatet. Aber ansonsten müsste ich jedes Mal nebenbei nochmal herspielen, weißt du? Und quasi die ganzen Walkthrough mal nebenbei laufen lassen. In der zweiten DOS-Box, und das funktioniert nicht so gut. Ja. Ja, ist ja gut, Leute, ist ja gut. Ich weiß ja.
Nächster Plan, Zauberer. Gut, das läuft. Ja, ich hatte das Spiel früher öfters gespielt gehabt und sehr gerne. Allerdings bin ich nie so weit gekommen. Und hatte dann, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren dann mal die ganze Sache durchgespielt gehabt. Brauchte allerdings tatsächlich einen Walkthrough an 1 oder 2 Stellen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das war. Warte mal. Wir machen das erstmal so. Ich kann übrigens die Goblins wechseln, indem ich die entweder anklicke. Zack. Oder indem ich unten die Kugel anklicke. Oder indem ich die Leertaste drücke. Aber Leertaste ist am schönsten, weil da kann man sich nicht verklicken. Okay, Apfel 2. Das ist hier nicht so gut. Dann. Oh, 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 oh. So. Kann man sich nicht verklicken, sagte er. Geh mal weg, der Junge. Übrigens habe ich ein bisschen hin und her überlegt, weil das Spiel in einer Auflösung von 320x200 läuft. Also 16:10 Format. Und dann ist immer die Frage, drückt man es auf 4:3 Format zusammen, weil alte Monitore waren mal im 4:3 Format und, ne? Oder streckt man es auf 16:9? Und die Antwort auf die Frage ist für mich persönlich immer, sind runde Dinge dann noch rund? Hier haben wir eine Kugel. Und wenn ich die jetzt auf 4:3 zusammenschrumpfen würde, dann wäre die nicht mehr rund. Aber Kugeln sind ja normalerweise rund. Ja, und deswegen strecke ich es auf 16:9. Ist immer die Frage, ob die Designer das 4:3 Format berücksichtigt haben, wenn sie ein Spiel entwickelt haben, was viele Designer gemacht haben. Oder nicht. Und die hier haben es offensichtlich nicht gemacht. Na also, Junge, es geht doch. Wir hatten einmal den äußeren Apfel, der war der richtige. Jetzt probiere ich mal den inneren. Ich weiß gar nicht, wenn der Apfel fett ist, ob ich ihn dann immer noch hauen darf, ohne dass ich runterfalle. Ich mach's mal lieber nicht. Das probiere ich mal ausnahmsweise nicht aus. Ja, ich freue mich ein bisschen über die Musik der CD-Version. Die habe ich bisher nie gehört. Das ist das erste Mal. Sehr schön. Außerdem freue ich mich sehr über die PC-Speaker-Sounds. Gibt bestimmt noch ein paar Spiele, wo ich die bevorzugen werde gegenüber anderen Dingen wie Soundblaster oder Roland oder sowas. Hier, ein S, ne, mit so einem Ding, das steht für Stefan. Das war damals schon eine klare Sache. Ich guck mal, was passiert. Natürlich. Wenn ich dagegen boxe, ja bestimmt dasselbe. Das lassen wir mal lieber. So, ups. Du bist jetzt dran. Benutzt deine Hackenattacke. Hackerattacke. Na also. So, erstmal verzaubern. Wir machen einfach jede Menge Unsinn. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, nein, nimm das Ding auf, Junge. Nimm das Ding. Geht gar nicht. Ah, ich darf es nicht aufnehmen. Ja, das war mein Plan. Vielen Dank. Kannst du mal bitte das Ding wieder verzaubern? Geht doch. Na also, ein Diamant. Sehr schön. Wir haben ein wenig Zahlungsmittel. Möp. Ja, nochmal ein Code. Oh, hat kurz der Sound gehangen beim Laden. Oh, das haben wir zwar repariert beim letzten Mal, aber scheinbar hat es nicht ganz gehalten. Ja, wir haben jetzt einen Diamanten und damit können wir das hier tun. Warte. Das hier. Ja, der ist wahrscheinlich YouTuber, ne? So funktioniert das. Müssen die Fans nur mal mit den Diamanten wedeln und schon. Tür auf, komm nur rein, mein Freund.
Ja, und damit haben wir das Level auch geschafft. Finde ich ganz cool, dass sie es trotzdem mit reingenommen haben. Hätte man ja auch einfach überspringen können irgendwie, weißt du? Aber finde ich cool. Das Level fand ich damals immer mega schwer und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz genau, wie das war. Ich kann erstmal ein bisschen rumblödeln, ne? Natürlich, fleischfressende Pflanzen. Lass mich mal ganz kurz gucken hier in die Geschichte und so, ne? Ach ja, ganz genau. Er züchtet in seiner Hütte fleischfressende Pflanzen. Steht da. Okay, das ist eine gute Info. Hilft uns scheinbar alles nicht so weiter. Ja, und ja, der wartet eine Weile. Der liebe Niak heißt er, glaube ich, ne? Genau, Niak. Ich würde sagen, wir haben hier Dinge. Die sind hier ein bisschen im Vordergrund. Topf 2. Vielen Dank, Spiel. Das hilft mir weiter beim Lösen dieses Rätsels. Und Topf 1. Ah, ich mag den Soundeffekt. Ich finde übrigens, dass das Spiel echt cool aussieht. Ich mag die Grafik voll gerne. Vor allem irgendwelche Kleinigkeiten wie hier. Diese Fiolen oder das Zeug hier unten. Das finde ich immer cool. Sowas habe ich als Kind dann immer gemalt. Ja, jedenfalls können wir. Nö, muss ich vielleicht hier drauf benutzen direkt. Okay, wir haben sie gefüttert. Na dann. Vielleicht mal dagegen boxen. Vielleicht mal anzaubern. Vielleicht dich hier anzaubern. So war das. Ich dachte, die war das gewesen. Aber nein. Die Sache ist, hier ist ja der Muskelprotzen, ne? Unser Asgard. Der ist der Einzige, der klettern kann. Und die anderen können das nicht so gut. Ja, die fleischfressende Pflanze, die hätte uns jetzt abgehalten, wenn sie jetzt nicht satt wäre. Dank der Fliege. Bitteschön. ja, ich hab gerade noch was überlegt, aber schau, da hinten ist nochmal das Symbol. Das S für Stefan natürlich. Und diese schönen Masken. Diese lebensbejahende Innendeko, die ist einfach schön. Gefällt mir sehr gut. So. Ey, Junge. Oh, es zieht uns gar keine Energie ab. Ist auch schon gewohnt. Aber sieht nochmal, wie klein wir sind. Schau dir mal den Typen dagegen an. Ach ja, ich habe noch den Topf. Oh. Oh, hier ein Topf für dich. Das ist natürlich nicht das, was ich machen möchte. Wir müssen ihm natürlich die Diamanten auch übergeben. Der feine Herr hat dafür keine Zeit, um hier, ne? Ja. Irgendwas zu tun. Der muss lesen. Na komm schon. Ich erinnere mich an die Stelle, dass er von hier oben nicht nach unten laufen kann. Wegfindung ist nicht so super schlau. Aber hey, kein Problem. Ja, der ist hier wahrscheinlich in irgendwelchen Fanart gerade, ne, gerade sehr beschäftigt. Aber hier, guck mal. Ja. Wir gehen erstmal nach unten. Und dann erzähle ich weiter. Haha, dieser Hexenmeister verlangt von uns die Schätze der Erde, den Erzgeist, den Trunk von Arachnide und die Kalle Pflanze. Und dies, um unseren König zu heilen.
den Trunk von Araschnidel und die geile Pflanze, das sind auch die Dinge, die ich brauche für meinen Zaubertrank. Ja, hier schön mit Synchro, mit Deutscher, ne? Okay, ich habe mich nicht getraut, nochmal Escape zu drücken. Ja, schau nur. So. Easy going. Schön die Maske. So, und dann Typen erschrecken. Oh. Das ist, wenn ich sage, er soll es benutzen und dann währenddessen das Ding schon wechsle, dann macht er die zweite Aktion und nicht die erste. Hat uns einfach ausgelacht und wir haben dafür Lebensenergie verloren. Alter Schwede, das ist wie, ne? Wie zu meiner Schulzeit, wenn ich einen Vortrag gehalten habe. Ja, die beiden beschweren sich schon wieder. Okay, dann warte. Klare Sache. Wie zu meiner Schulzeit. Hole ich meinen Kumpel ran. Gibt's aufs Maul. Der hat schon hier ein paar Zähne verloren. Die restlichen. Oh nein! Oh nein! Lieber Zuschauer, wir haben versagt! Ja. Naja, jedenfalls, das war die erste Folge Goblins. Und ich würde sagen, wenn du die weiteren Folgen auch noch schauen möchtest, dann kannst du hier klicken für die Playlist. Das ist sehr angenehm. Außerdem abonnieren, schnabonieren und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge auch schon wieder, ne? Bis dahin und ciao!